Marius Bülter, schafft er es, den Ballon d'Or zu gewinnen? Das finden wir heraus. Im ersten Jahr sind die Favoriten auf dem Ballon d'Or Grealish, Mahrez, Benzema und Messi. Gewonnen hat aber Cristiano Ronaldo. Im ersten Jahr sind Bülter sogar direkt 30 Tore und 2 Torvorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 78. Im zweiten Jahr sind die Favoriten Grealish, Mahrez, Neymar und Messi. Und gewonnen hat Messi. Im zweiten Jahr konnte Bülter einfach mit Schalke die Champions League gewinnen. 22 Tore, 3 Torvorlagen sind ihm gelungen und er ist hoch auf eine 84. Im dritten Jahr sind die Favoriten Neymar, Mahrez, Foden und Messi. Und gewonnen hat Foden. Im dritten Jahr konnte Schalke dann die Bundesliga gewinnen. 33 Tore in 7 Torvorlagen sind Bülter gelungen und er ist hoch auf eine 88. Im vierten Jahr gehörte Bülter dann auch das erste Mal zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Salah, Jota und Diaz. Gewonnen hat dennoch Salah. Im vierten Jahr konnte Schalke dann wieder die Bundesliga gewinnen. Dabei sind Bülter sogar 39 Tore diesmal gelungen und er ist hoch auf eine 91. Und das wurde mit dem Ballon d'Or belohnt. Wen sollen wir als nächstes machen? Schreibt es in die Kommentare.